Wussten Sie eigentlich, dass das Gehirn der Neandertaler größer war als das der heutigen Menschen? Ja, wir spielen heute mit zwei wunderbaren Teams. Wir schauen jetzt erstmal, wie viele Menschen welchem Team ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Unser Publikum wurde auch heute wieder gefragt, was glauben Sie, wer gewinnt diese Sendung? Und bitte setzen Sie sich auch auf diese Seite. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Und das Team Elton. Zwölf Kategorien, zwölf Fragen für jede richtige Antwort. 500 Euro plus zwei Publikumsjoker, einen für jedes Team. Und es geht los. Hier ist unsere Wand. Die zwölf Kategorien sind heute Wahnsinn des Tages im Grünen. Essen und Trinken. Clever. Total genial. Unser Körper, Sport, tierisch, das Fragezeichen, Afrika, Schönheit und im Kino. Das Team, das mehr Menschen hinter sich versammeln konnte, darf die erste Kategorie auswählen. Welche Kategorie soll's denn zur Eröffnung sein? Legen wir erstmal zurück, denken später darüber nach. Was haben die Sportarten Bodybuilding, rhythmische Sportgymnastik, Synchronschwimmen und Turmspringen gemein? A. Sie sind in Japan nicht zugelassen. B. Wurden in Deutschland erfunden. Oder C. Dürfen erst ab 16 Jahren als Leistungssport betrieben werden. Also C kann es doch nicht sein, oder? Ich tippe auf C. Okay, wir haben C eingeloggt. Kann das wirklich sein? Diese vier Sportarten haben neben den schönen Figuren noch eine weitere Gemeinsamkeit. Ende des 18. Jahrhunderts kam mit der Einführung von Badeanstalten das Turmspringen in Mode. Im Synchronschwimmen, heute eher eine Frauendomäne, fanden 1891 in Berlin erstmals Meisterschaften statt. 10 Jahre später schuf der Deutsche Eugen Sandow das Bodybuilding. Das Schlusslicht ist die rhythmische Sportgymnastik, die erst 1911 in der Nähe von Dresden entwickelt wurde. Alle vier Sportarten sind also made in Germany. Leider bleibt es bei 0 Euro. Wie wollen wir denn ins Spiel starten? Sollen wir einfach tierisch nehmen? Nicht unbedingt, aber ich würde es trotzdem mal probieren. Tierisch, bitte. Die Nachtfalterart Utetaisa ornatrix ist dermaßen ungenießbar, dass Spinnen sie freiwillig wieder freilassen, Vögel bei der Jagd die Luft anhalten oder Wespen sie gefangen nehmen, um Fressfeinde abzuschrecken. Sag mal, könnte es A sein? Das glaube ich nicht. Was hältst denn du von B? Vögel bei der Jagd, die Luft anhalten, ungenießbar. Also ungenießbar heißt ja, die müssen die fressen. Gut, dann nehmen wir B. So, wir haben B eingeloggt. Und hier ist die Lösung. Der zu den Bärenspinnern gehörende Nachtfalter Utetaisa ornatrix lebt auf dem amerikanischen Kontinent. Er ernährt sich im Raupenstadium hauptsächlich von einer Pflanze, deren Hülsenfrüchte Pyrrolizidine, also Pflanzengiftstoffe, enthalten. Dadurch wird er für seine Fressfeinde auch im Schmetterlingsstadium ungenießbar. Verfängt er sich in einem Spinnennetz, merkt die Spinne über die Haarsensilien an ihren Beinen, dass es sich um einen giftigen Fang handelt und lässt ihn schließlich enttäuscht frei. Es bleibt bei 0 Euro. Nächste Kategorie.
Oh, gefährlich. Ob eine Filmszene spannend oder lustig ist, erkennen Forscher neuerdings an A. der Anzahl der Toilettenbesuche, B. der Belegung der Sitzreihen oder C. der Atemluft im Kinosaal. Glaube ich nicht. Legen wir erstmal zurück, denken später darüber nach. Also C stimmt auf jeden Fall. Also meine Antwort ist C. Alles klar, wir haben C eingeloggt. Gucken wir doch mal auf die richtige Antwort. Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts und der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz ist es gelungen, chemisch zu bestimmen, welche Szene im Kino gerade geschaut wird. Denn die Atemluft innerhalb des Saals verändert sich je nach Filmgenre. Je nervenaufreibender ein Film ist, desto mehr spannten sich die Testzuschauer an. Desto schneller wurde geatmet und desto höher waren im Saal die Werte von Kohlendioxid und Isopren. Beides chemische Verbindungen, die Menschen in winzigen Mengen ausatmen. Bei den lustigen Szenen erkannten die Forscher eine deutlich unterschiedliche molekulare Spur als bei den Spannungsmomenten. Um welche chemische Verbindung es sich genau handelt, ist für die Wissenschaftler noch unklar. Die ersten 500 Euro sind auf dem Konto. Also, nächste Frage. Schönheit spricht mich an. Oh nö. Was hältst du von total genial? Total genial finde ich super. Wir nehmen total genial. Werden die Hände in Essigwasser getaucht, fällt es anschließend leichter, A. Kleidung von Fusseln und Tierhaaren zu befreien, B. Teig zu kneten, ohne dass er an den Fingern kleben bleibt, oder C. Einweghandschuhe anzuziehen? Sag mal, was sagst du zu A? Also A ist ja nur Blödsinn, oder? Sag mal, fällt dir zu B was ein? Also ich bin für B. Wir nehmen B. Dann nehmt ihr B. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Die Haut wird durch die Oberflächenspannung des Essigwassers ummantelt. Hat nun der Hund seine Haare an der Kleidung hinterlassen, hilft dieses besondere Handbad. Durch das Reiben werden die losen Fasern gesammelt. Die Oberflächenspannung bewirkt, dass die Hundehaare besser an der Hand haften bleiben. Der Essig hat außerdem eine reinigende und desinfizierende Wirkung für die Kleidung. Also, leider kein Geld, es bleibt bei 0 Euro. Wie geht's weiter? Lass uns clever nehmen. Wer jeden Morgen und Abend einen kalten Wasserstrahl über Stirn und Wangen laufen lässt, der A. verbessert die Sehfähigkeit, B. entwickelt kein Hungergefühl oder C. regt die Bildung eines Erkältungsabwehrstoffs an. A würde ich ausschließen. Wir nehmen A. Ihr habt A eingeloggt. So, hier kommt die richtige Lösung. Bei der Kneippkur für das Gesicht sollte morgens und abends kaltes Wasser in einem dicken Strahl von den Schläfen quer über die Stirn und an den Gesichtshälften entlang geführt werden. Im Test ergab sich nach einer Woche bereits ein deutlicher Anstieg von einem Erkältungsabwehrstoff im Speichel, dem Immunglobulin Typ A. Er blockiert die Erreger von Schnupfen, Husten und grippalen Infekten, bevor sie weiter in den Körper eindringen können. Der kalte Reiz fördert die Durchblutung, wodurch vermutlich die Bildung von Immunglobulin Typ A gefördert wird. Es bleibt bei 500 Euro. Nächste Kategorie für euch. Essen und Trinken klingt doch interessant. Also ich persönlich würde gerne Essen und Trinken nehmen. Essen und Trinken. Bitteschön. Lachsschinken wird mit Fischmehl geräuchert. B. ist weder aus Schinken noch aus Lachs hergestellt. Oder C. wird mit Rote-Bete-Saft eingefärbt.
Wäre für dich B eine Möglichkeit? Frage ist nur, warum heißt er dann Lackschinken? A vielleicht? Mit Fischen hat das noch nichts zu tun. C, möglicherweise. Hä? Also C schließen wir schon mal aus. Eine sehr schöne Frage fürs Publikum. Ihr nehmt den Publikumsjoker. Wer glaubt es zu wissen? Ja, stehen Sie ruhig auf. Wenn Sie es wissen, stehen Sie auf. Also können auch mehrere sein. Zeigen Sie sich ruhig mal. So, wen wollt ihr denn? Du glaubst, die richtige Antwort zu wissen? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Es ist eindeutig Antwort B. Das passt für mich am besten. Ihr entscheidet euch für B. Aber die Frage bleibt A, B oder C. Nur eine Antwort ist richtig. Lachsschinken hat nichts mit Lachs aus dem Meer zu tun, sondern stammt auch vom Schwein. Während der klassische Schinken aus dem Oberschenkel hergestellt wird, besteht der Lachsschinken aus dem Mittelstrang des Koteletts. Metzger nennen genau dieses zarte Stück Fleisch Lachs. Durch die Behandlung mit Salz wird es wie roher Schinken gepökelt. Der Name Lachsschinken stammt also vom Fleischstück und seiner Weiterverarbeitung. So, wie machen wir denn weiter hier? Ja, dann los. Ab einem Gehalt von 2% Ammoniumchlorid. A. Können braune Haare blond gefärbt werden? B. Muss Lakritz als Erwachsenenlakritz gekennzeichnet werden? Oder C. Kann Nagellack auf dem Nagel trocknen? Ja, also ich würde A würde ich ausschließen. Das kann natürlich sein. Wir entscheiden uns für B. Wir haben B eingeloggt. Wir überprüfen das jetzt. Wir lösen das jetzt auf. Als Lakritz wird der Wurzelextrakt des echten Süßholzes bezeichnet. Der typische salzige Geschmack entsteht durch die Zugabe von Salmiaksalz, dem sogenannten Ammoniumchlorid. Dieses kann in großen Mengen zu einer Übersäuerung des Blutes führen. Daher muss bei einem Gehalt von 2 bis 4,49% Ammoniumchlorid der Hinweis Erwachsenenlakritz auf der Verpackung stehen. 1000 Euro auf eurem Konto. Nächste Kategorie. Sollen wir einfach Afrika nehmen? Völlig egal. Wir nehmen Afrika. Welche Eigenschaft des türkisen Prachtgrundkerpflings lässt laut Forschern Rückschlüsse für den Menschen ableiten? A. Er betreibt natürliche Verhütung. B. Er altert im Zeitraffer. Oder C. Er fällt in eine Winterstarre. Wie stehst denn du zu A? Also vom Sinn her ist A am besten. Eventuell B? Hä? Also B auf jeden Fall ausschließen. Bin im A. Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt. Wir werden es sofort überprüfen. Der aus Afrika stammende Prachtgrundkerpfling ist für Forscher besonders interessant, denn seine Gene ähneln denen des Menschen. Mit einer Lebensspanne von nur 3 bis 12 Monaten ist er das ideale Objekt, um den Alterungsprozess des Menschen zu erforschen. Denn der Prachtgrundkerpfling altert im Zeitraffer. Forscher des Leibniz-Instituts für Alternsforschung haben nun das Erbgut des Fisches entziffert und erhoffen sich damit Hinweise auf die Frage, welche Gene unsere Lebenserwartung bestimmen. Das heißt, kein Geld für euch, es bleibt bei 500 Euro. Wir haben noch 4 Kategorien. Ja, da sind wir uns auch einig. Erstaunlicherweise zeigen neue Forschungsergebnisse, dass A. Hunde allergisch auf Menschen sein können, Fruchtfliegen intolerant auf Früchte reagieren können oder C. Hausstaubmilben an zu viel Staub ersticken können. Okay, wir nehmen das Publikum. Wir nehmen das Publikum. So, wer glaubt denn, die richtige Antwort zu kennen? Stehen Sie ruhig auf. So, wer soll es beantworten? Und Sie glauben, das beantworten zu können? Ja, ich glaube schon. Also ich tendiere eindeutig zu Antwort A. Darüber habe ich mal was gelesen.
Antwort A. Wir haben es eingeloggt. Hier ist die richtige Antwort. Der Hund, der beste Freund des Menschen. Doch Tierhaarallergien können dem Wunsch nach tierischem Familienzuwachs oft einen Strich durch die Rechnung machen. Dass aber auch Hunde allergisch auf Menschen reagieren können, zeigen neue Forschungsergebnisse. Demnach rufen Proteine aus Haut oder Haaren der Menschen die allergischen Reaktionen beim Hund hervor. Diese zeigen sich dann in Form von Hautirritationen. Also, 500 Euro haben wir draufgepackt, 1500 habt ihr. Ja, alles gut. Noch drei Kategorien haben wir zu spielen. Unser Körper klingt doch interessant. Ich finde unser Körper aber nicht so verkehrt. Wir nehmen unser Körper. Personen mit Blutgruppe 0 sind mehrheitlich Frauen, können ihr Blut allen anderen Blutgruppen spenden oder kommen bei den Ureinwohnern Australiens zu 90% vor. Wäre B möglich? Ja, irgendwie lächelt mich das auch an, obwohl ich keine Ahnung habe. Antwort A. Also A schließe ich erstmal aus. Also komm her, wir wissen es nicht, wir können nur raten und ich glaube, wir raten mal B. Okay, wir loggen B ein, meine Damen und Herren. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die Lösung. Die häufigste Blutgruppe in Deutschland ist der Typ A. Schlusslichter bilden die Gruppe B und AB. Mit einem Anteil von 41% sind Personen hierzulande mit der Blutgruppe 0 vertreten. Und das ist auch gut so, denn sie können ihr Blut an Menschen mit allen anderen Blutgruppen spenden. Damit gelten sie als sogenannte Universalspender und können im Notfall lebensrettend sein. Zwei Kategorien und wir kommen zu eurer letzten Frage. Wer im Moment mein Favorit? Die Pflanze Rafflesia arnoldi. A. Wechselt ihre Farbe im Tagesverlauf von rot zu blau. B. Besitzt die größten Blüten im Pflanzenreich. Oder C. Wurde nach Arnold Schwarzenegger benannt. Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, es ist A. Das schließe ich aus. Also C, glaube ich, würde ich ausschließen. Wir nehmen A. A ist eingeloggt. Hier ist die Lösung. Die Riesenrafflesie, Rafflesia arnoldi, wächst im indonesischen Urwald und ist ein sogenannter Vollschmarotzer. Sie hat weder Blätter noch Wurzeln, sondern besteht aus Zellfäden. Diese durchdringen die Wurzeln der Wirtspflanze und versorgen die Riesenrafflesie mit Nährstoffen. Ihre auffällig rote und nach Aas stinkende Blüte lockt Fliegen zur Bestäubung an. Mit einem Durchmesser von bis zu einem Meter ist sie die größte Blüte im Pflanzenreich. Es bleibt bei 1500 Euro. Und noch eine Kategorie offen. Schönheit. Wer sein Haar möglichst schnell wieder lang wachsen lassen will, sollte die Haare jeden Abend in Hefeweizen einweichen, B. regelmäßig mit dem Cabrio auf der Autobahn fahren oder C. viele Kohlenhydrate essen. Was hältst denn du von B? Ja, nein. Sag mal, was sagst du zu A? Ich verstehe die Frage nicht und deswegen bleibt für mich nur A übrig. Wir nehmen A. Ihr nehmt A. Hier ist die Antwort, und zwar die richtige. Haare gehören zu den am schnellsten wachsenden Geweben des Körpers und brauchen daher reichlich Energie. Wollen Sie Ihre Haare schnell wieder lang wachsen lassen, dann achten Sie auf eine ausreichende Ernährung. Am besten essen Sie möglichst viele komplexe Kohlenhydrate, wie sie zum Beispiel in Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten oder Haferflocken vorkommen. Der Körper verwandelt Kohlenhydrate in Energie und die Haare wachsen deutlich schneller. Es bleibt bei 1000 Euro. Wir schauen auf den Zwischenstand vor der Entscheidung. Das Team Bernhard, 1500 Euro. Das Team Elton, 1000 Euro auf eurem Konto.
Die Masterfrage wird es auch heute wieder entscheiden. Denn gleich müssen beide Teams einen Betrag setzen, bekommen dann von mir eine Frage gestellt, müssen sich innerhalb von 20 Sekunden auf eine Antwort einigen. Und wer dann die richtige Antwort hat oder besonders clever gesetzt hat, der macht hier das Rennen. Die Kategorie zur Masterfrage ist Adel. Beide Teams geben ihren Geldbetrag ein, den sie setzen möchten. Ihr habt eure Einsätze getätigt. Hier ist die heutige Masterfrage. Wer lernte seine spätere Ehefrau bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney kennen? A. Frederik von Dänemark, B. Albert von Monaco, C. Felipe von Spanien. 20 Sekunden ab jetzt. Geld habt ihr gesetzt. Das Team Bernhard hat gesetzt. Das Team Elton. So, dann schauen wir uns doch mal an, wie es hier aussieht. Was haben die beiden Teams getippt? Das Team Bernhard hat gesetzt auf Antwort A. Das Team Elton hat getippt auf Antwort B. Schauen wir auf die Auflösung. Richtig ist Antwort A. Das bedeutet, das Team Bernhard gewinnt. Glückwunsch zum Sieg. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das war Wer weiß denn sowas für heute. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.